So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das ist ein nachgesprochenes Intro, beziehungsweise das Video ist eigentlich schon fertig, aber ich hatte keine Zeit, ein Intro zu sprechen, deswegen spreche ich das einfach jetzt, denn der Gabriel ist in the building, wie man sagt, ne? Der hat mir, ihr kennt ihn bestimmt noch, Gabriel Saphir, Krypto Saphir, wie auch immer in Pokémon Go oder im Chat genannt. Er kommt ja eigentlich aus der Schweiz, aber der hat mir gestern Abend ein paar Bilder geschickt. Der ist nämlich hier im Thüringer Hof in der Pension. Warum auch immer, ich verstehe nichts mehr. Irgendwie, der wollte mich besuchen, hat aber nicht gesagt, dass er mich besuchen will. Ist auf einmal da und hat nur so geschrieben, jo, Grüße, ich wollte nur kurz Hallo sagen, lass dich nicht stören. Und ich so, was? Wir müssen uns unbedingt natürlich treffen, wir müssen einen Raid machen, wir müssen irgendwas machen, keine Ahnung. Deswegen werde ich mich mit dem Gabriel gleich treffen. Das seht ihr den auch mal, ne? Der wollte zwar eigentlich, oh, nicht filmen, nicht, dass du deine Abonnenten verlierst, aber der Gabriel ist in Ordnung, der Falco ist in Ordnung, viele Leute sind in Ordnung, glaubt mehr an euch selbst, ne? Ihr seid korrekt, so wie ihr seid, ne? Gut, es gibt auch Ausnahmen. Manche, die denken, sie sind es und sind es nicht. Aber egal. Ich spreche das jetzt hier, wie gesagt, am nächsten Tag. Und oh, gestern war noch so brutal. Ich habe mein Handy jetzt überall gesucht. Ich bin aufgewacht. Ich wusste nicht, dass bei mir noch jemand auf dem Sofa liegt. Und das aber das Intro. Jetzt gucken wir gleich die Ankunft vom Gabriel, das Aufeinandertreffen, ein paar Raids, Döner, alles, was es so gibt. Den ganzen Tag durchgezockt und gemacht. So, wir sind jetzt hier auch schon beim ersten Raid an den Stolperstein. Das Intro muss ich nachträglich noch filmen. Es war nämlich jetzt sehr chaotisch. Bier Benny abgesagt, Bier Benny wieder dazugeholt und hatten jetzt nur ein paar Minuten Zeit, alles vorzubereiten. Haben jetzt hier den ersten Kyurem Raid gemacht und ihr könnt jetzt hier auch mal gucken. 95, 79, 79, genau, 92, 98. Hier, das lädt immer zu, keine Ahnung. Das hat sich aufgehangen, jetzt wollte ich neu rein, jetzt lädt es permanent und es geht einfach nicht mehr in die App zurück und das Problem ist, der Raid ist auch schon weg, das heißt, der hat es verkackt. Hier, das ist der Große, den hebe ich mir zum Schluss auf. Jetzt kommen wir hier zum Gabriel seinen. 1983, 1998, 1976, 1984, 1981. Und da sind wir schon durch. Da fehlt jetzt ein Gerät, ja, weil der ist nämlich aus einem, mit einem Gerät aus dem Raid rausgeflogen und wir gucken jetzt wirklich mal, was der Große hat. Warum denn? Gut, beim Großen ist es auch weg, sehr schön und kein GPS. Das ist Vorbereitung, so muss es sein. Ich war doch dran, wieso könnt ihr mir das denn nicht gönnen, selbst wenn der Raid jetzt weg ist, da muss man erst drauf drücken. Ah. Einer fliegt raus, einer kommt nicht mehr rein, einer verkackt selber. Das sind schon mal gute Voraussetzungen für die nächsten. Ich weiß nicht, wie lange der Gabriel überhaupt da ist. Der hat immer noch ein Geheimnis draus gemacht aus allem, was ist und was nicht. Ihr denkt, ich rede hier vor die Wand, aber da steht wirklich jemand. Ne? Ich werde ihn nachher ein bisschen ausquetschen und vielleicht werden wir dann irgendwann zwischendurch mal was essen. Hat gemeint, er wollte dann mal gucken, dass wir irgendwie so einen Imbiss oder so aufsuchen. Und ja, jetzt fangen wir erstmal in Ruhe und gucken mal, was vielleicht der Tag noch so bringt. So, wir haben uns jetzt Döner geholt. Ihr seht schon die Grübchen beim Grinsen, ne? Und der Gabriel, der möchte jetzt doch mal ins Rampenlicht treten, ne? Der möchte auch mal Hallo sagen. Ich drehe mal kurz die Kamera, sag Hallo. Guten Tag, Herr Gabriel, ne? Hallo. Wie kamst du eigentlich auf den Namen Krypto Saphir? Ja, das war speziell. Ich habe etwa dreimal gewechselt. Ganz früher war ich der Gatsby, Gatsby 55. Gatsby? Jawohl, und dann weil ich viele Kämpfe und viele Arenen einnehme, war ich nicht mehr so beliebt. Habe ich den Namen gewechselt in Gatsby Saphir und dann hat das auch irgendwie nicht mehr gepasst. Und als das mit den Krypto-Pokémon gekommen war, dann war das geboren. Seitdem bin ich das. Dann ist der Name ja noch gar nicht so alt, ne? In dem Sinne, weil die Krypto-Pokémon, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich habe immer gedacht, ist das Zufall, dass das Krypto-Saphir heißt? Oder ist das eine Anlehnung wirklich an die Krypto-Pokémon? Jetzt habt ihr es aber gehört. Sehr unbeliebter Gatsby, der alle geärgert hat, ne? Jetzt haben wir uns aber erstmal hier Döner geholt. Und ich habe gehört, der Gabriel hat auch noch ein Geschenk für mich dabei, was er mir dann noch zeigen wollte.
Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, zwar noch weiter Raids zu machen, aber der Manns Haulwurf will ja abend in der Raidstunde 2 machen. Und damit er nicht alleine dasteht, warten wir halt auf die Raidstunde, nehmen abends noch 2 mit. Zwischendurch muss ich dann die Raid am Mittwochfolge auch noch raushauen. Und wir lassen es uns jetzt erst mal schmecken, ne? Er extra nicht scharf den Döner, nicht, dass er umfällt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen Spezialsoße so gibt immer. Deswegen gibt es bei uns jetzt Spezialsoße statt Tzatziki und mal gucken, wie es ihm schmeckt. So, da ist der Ramses, da ist der Gabriel hinter mir, seht ihr da. Und hier ist der Haircontact, ne? Der Friseur. Und wir haben jetzt hier 3 Wundertüten, sehr genial. Eine ist für Natururin, eine ist für ein Flatty und eine ist für ein D-Nice. Den kennt ihr bestimmt jetzt nicht, das ist der D-Nice, den lernt ihr vielleicht dann kennen. Da sind jetzt die scharfen Nudeln drin, die möchte ich den 3 Herren mal schicken. Und beim Natururin ist sogar noch mehr drin, das ist das extra Special Fan Deluxe Paket. Und da wird er hoffentlich ein Unboxing dazu machen und mal gucken, was ich ihm da alles geschickt habe. Wir gehen jetzt aber erstmal auf die Post, ne? Und der Gabriel hat ja noch eine Überraschung für mich dabei, die wollen wir uns dann mal anschauen, was er mir mitgebracht hat und wollen davon mal kosten. Vielleicht ist es auch eine Zeitschrift, dann müssen wir Papier essen. Nein, aber ich habe es ja schon gesehen, deswegen seid gespannt, was es gleich noch gibt. Und dann ist ja noch die Raid-Stunde. So, da sind wir wieder. Wir waren eben bei der freundlichsten Postfrau auf der Welt. Jetzt habe ich die 3 Pakete weg als Warensendung. Dauert halt jetzt ein paar Tage länger, aber ich freue mich schon, wenn es ankommt. Hoffe ich, dass ich das dann auch beim Flatty auf dem Kanal wiederfinde und beim Natururin. Der D-Nice schickt mir sein Video dann, glaube ich, dass ich das bei mir hochlade. Und der Gabriel, der hat ja jetzt noch ein schönes Geschenk dabei, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Wir sitzen hier übrigens wieder am Strich, wie man sieht. Jetzt schauen wir uns mal das Geschenk an. Ich bin gespannt. Pack aus, stell's hin, ich guck zu und dann geht's rund. Ist mir ein Mitbringsel, auf das guten Freund bringt mir was mit. Und weil ich weiß, dass du gerne schärfere Sachen isst. Man sagt doch immer, guten Freunden gibt man ein Küsschen. Ja, aber genau, und das ist etwas für uns Scharfes und für dich eher Süßes, nehme ich an. In dem Falle hier, zack, für mich sind das die Ferrero Küsschen, genau. Ja, genau, und dann weiß ich, dass ihr gerne etwas Bier trinken. Bierchen haben wir auch noch da. Genau. Da werden wir uns nämlich gleich eins aufmachen und eins trinken, wenn wir schon mal am Strich sitzen. Ja, und dann habe ich noch an Adi gedacht, Futter für Adi. Und an Adi ein auch noch. Leckerlis. Super. Ein paar Leckerlis für den Adi. Wie findet ihr die Sprache? Ist das nicht genial? Habt ihr auch schon mal einen Schweizer bei euch sitzen Schweizer, gehabt? Genau. Das ist doch richtig genial. Sieht immer noch aus wie ein Autoverkäufer. Aber so kannte ich ihn ja schon vom Bild vom ISWO, weil der ISWO hat ja sein CD auch an ihn geschickt. Und die Leute, die die CD erhalten haben, haben mir immer mal ein Foto gemacht und eins war dabei vom Gabriel. Genauso habe ich ihn in Erinnerung, genauso habe ich ihn heute wiedergefunden. Dann Dankeschön für die Leckerlis und für die anderen Leckerlis und für uns. Wir lassen uns jetzt hier mal dieses gute Lübzer Pilz schmecken, glaube ich. Muss man das filmen, wie man das aufmacht? Ich stelle mal kurz das hier hin. Mein Feuerzeug habe ich irgendwo. Da können wir nämlich mal eins auspacken. Soll ich da jetzt öffnen? Ja, gerne. Gerne. Mecklenburg-Vorpommern. Woo! Und hier nochmal öffnen. Bierpower öffnen, ihr wisst Bescheid. Zack, ist auf jeden Fall auf, auch wenn es sich nicht so anhört. Dann würde ich sagen, auf dein Prost! Wohl. Auf mein Wohl, herzlichen auf dein Dank. Wohl, auf unser Wohl, auf euer Wohl, auf jedes Wohl. Wir lassen es uns jetzt munden. Dann noch die Raid-Stunde. Und eigentlich wollten wir ja noch ein bisschen traden vielleicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt machen. Hast du den Handy jetzt eigentlich dabei oder alles das? Dabei. Aber mein Akku ist gleich leer. Entweder trinken wir jetzt Bier oder wir trinken Bier und raiden. Oder mal gucken, wenn wir was einen Lucky bekommen, können wir uns ja melden, können das auch noch mit reinschneiden. Prost, Grüße. Rein in die Liste. He? So, und darauf, dass wir gerade ein Bier getrunken haben und jetzt gleich traden wollen, machen wir einfach noch ein Bier auf. Ach du meine, das war ja alles gut. Hier ist der Stöpfel. Denkt an die Umwelt und Grüße an Natururin. Tja, bitteschön. Der Gabriel, ne? Das war sein Plan. Da bringen dann Sixer mit und dann trinken das alleine. So haben wir nicht gewettet. Und da ist das erste Lucky. Guckt euch das an, was für ein Brocken.
Ein Kiesling! Es ist natürlich kein Kiesling mehr. Ich habe es vergessen gerade zu filmen. Das Kiesling haben wir entwickelt zu Sedimantur, heißt das glaube ich. Und jetzt zu Broccolos. Richtig genial, hat auch nur 25 Bonbons gekostet. Wir können es auch mal entwickeln, bewerten. 15 Angriff, das sieht gut aus. Der Manns Haulwurf ist jetzt auch da. Der trinkt schon wieder Bier. Ne? Sowas würde ich nie machen. Prost! Und wir wissen immer noch nicht, welchen Raid wir jetzt machen. Wir wollen ja eigentlich zwei Raids machen, aber wir haben so viel Auswahl. Machen wir jetzt Dino und Löwe. Machen wir jetzt Döner. Machen wir jetzt Dino und Löwe. Machen wir Stadtwappen und Kirche. Machen wir Theater und Brücke. Machen wir Park und Park. Es gibt so viel Auswahl. Teilzeitlegende hat gefragt, ob wir laufen oder fahren. Ich habe gesagt, wir sitzen. Aber wir müssen das eigentlich jetzt auch klären. Vielleicht können wir ja danach traden, noch ein bisschen. Mal gucken. Erstmal um die Raids kümmern. So, der nächste Raid ist vorbei. Gabriel, wie viel hast du? WP, das höchste? 2015. Ich habe hier ein 2038 und 2037. Das können wir mal kurz zeigen. Dann wollen wir noch Werbung einblenden. Können wir hier mal drüber gucken. Ich lese es jetzt auch extra nicht vor. Da sitzt der Gabriel. Guckt euch an. Da sitzt der Manns. Und hier seht ihr noch Gesocks, ne? Nein. Mach mal Werbung. Dann sag mal was. Instagram chrissy.306 folgen und Snapchat chrissy28.12. Aha, okay. Ich baue mit allen Flammen auf. Werbung gemacht, was hier? Also, nur Hände oder auch die Visage? Ey, Digga, keine Visage. Weiß ich doch nicht. Guckst du also, nächstes Mal keine? Insta einmal, Insta.im.hanna, TikTok, im.hanna und Snapchat, du hast da ein Tier. Snapchat, hanna.rkt, alle folgen. Ich bin cool und ich bin 13. Und oh. Ich hab einen großen Ja, Krisi, jetzt bist du so weit weggelaufen, jetzt hat man dich ja gesehen, also das ist ja auch Quatsch. Gut. Wir fangen jetzt noch das Pokémon und dann laufen wir runter zum Löwen, weil dann wollen wir noch den letzten Raid für heute machen. Die Jugend von heute. So, wir stehen jetzt hier am Löwen, ne? Wie man unschwer erkennt. Wir gucken mal kurz noch hier drauf. Da haben wir 1974, 2011, 1991, 1976, 1999. Das hat er drauf gemacht, das hat er schon gehabt. Nein, er hat es schon gefangen, ja. Das hat der Gabriel wohl schon gefangen. Und hier hat er noch 1987. Auf dem Großen müssen wir jetzt gucken, das war das gelbe Team. 16 Bälle, jetzt bitte was Gutes. Und wieder unter 2000. Und darauf... Was das unter 2000 hat, erstmal ein Bier aufmachen, Grüße an Natururin. Und wir warten dann eigentlich auf den Wusa, weil wir mit dem später noch eine Challenge machen wollen. Ich weiß nicht, wie lange der Gabriel noch da ist, vielleicht ist er da dabei, vielleicht auch nicht. Vielleicht mag er auch mal einen Oktopus probieren. Aber ich werde vielleicht noch ein bisschen mit dem Gabriel dann traden. Dann müssen wir, glaube ich, noch mal was einkaufen. Ich muss noch mal heim, ich muss noch mal irgendwas. Wir werden uns auf jeden Fall noch mal zurückmelden zum Abschied oder irgendwas. Dann mal gucken, was jetzt noch so geht. Toll. Das war auch nix. So, auf ein gutes Effes. Prost. Mit mir selbst, genau. Dann doch hochnehmen und Übergang. So, wir beenden auch heute den Tag. Wir sitzen nämlich jetzt im Park. Wir machen auch noch mal ein Bier auf Natururin. Zack. Und wir sind nicht alleine, stelle ich jetzt wieder hin. Denn der Manns Haulwurf ist auch noch am Start hier. Der Wusa ist am Start. Die Freundin von Manns Haulwurf ist am Start. Wir wollen nämlich jetzt hier noch diese kleinen Oktopusse testen und probieren. Dazu folgt aber ein extra Video. Da ist nochmal der Gabriel. Und wie fandst du den Tag heute so? Ah, sehr schön. Was hat dir am besten gefallen? Alles war schön. Der Döner, gell? Der war super gut. Der Döner. Ja. Und wie findest du den Adi? Adi ist auch super, ja. Ist auch super. Er kann auch nicht nachvollziehen, wieso der Iswo, seit ich einen Adi habe, nicht mehr zu mir kommen will, weil Adi ist ja so die Ausgeburt der Hölle. Er findet ihn korrekt, also Iswo, ne? Du kennst Gabriel, du kennst mich, du kennst Adi, komm vorbei, ne? Wir werden alle den Adi zusammen lieb haben. Das klingt komisch, gut. Jetzt gibt es auf jeden Fall dann ein extra Video dann zu den Oktopussen. Ich fand es auch cool, dass der Gabriel da war, unangekündigt, einfach ein Bild schickt. Von den Pokestops und sagt, oh hier, ich wollte nur Hallo sagen, lass dich nicht stören.
Jetzt haben wir es aber geschafft, vielleicht. Der muss morgen wieder fahren. Vielleicht schaffen wir morgen noch einen Raid davor. Aber den werde ich dann nicht filmen. Da werden wir einfach nur kurz den Raid machen. Ich werde ihn vielleicht dann zum Zug bringen, wenn wir das schaffen, so alles. Und danke, dass du da warst. Ich danke dir. Sehr coole Sache. Und wenn ihr Bock habt, kommt auch vorbei, ne? Ihr wisst ja alle, wo ich wohne. Nein, Intro muss ich noch nachträglich filmen, aber das habt ihr ja schon gesehen, jetzt, wenn das dann so. Das war's von unserer Seite aus. Grüße gehen raus natürlich an das, an die Community, an den Biala, an den, an alle, die, an den Sören, an Julchen, der da ist, hin und her, Hannes. Also es gibt so viele korrekte Leute. Falco war ja auch schon da. Und das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Gabriel.